Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du auf dieses kleine Gerät OpenWRT komplett frisch blanko installieren kannst, ohne sämtliche Software von GLINET, um das Gerät auf den neuesten Softwarestand bringen zu können. Denn GLINET hat nicht die allerneueste OpenWRT Firmware-Version auf dem Gerät installiert bzw. in deren eigene Firmware implementiert. Und die Updates bringen natürlich ein paar Verbesserungen wie Stabilität als auch Geschwindigkeit für dieses kleine Gerät. Ich habe dazu schon mal ein Review-Video auf meinem anderen Kanal gemacht. Wer das gerne sehen will, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Video zeige ich dir nur, wie du relativ wirklich sehr einfach auf dieses Gerät eine frische, reine OpenWRT-Version installieren kannst. Um das Ganze natürlich nochmal zu vervollständigen, falls du es im Titel noch nicht entnommen hast, das hier ist ein GLINET 300M Router. Um genauer zu sein, weil er so grau-schwarz ist, ein Shadow, kein Mango. Und hier habe ich die M16-Version, also mit 16 MB Flash-Speicher. Was brauchen wir jetzt alles, um auf unser Gerät hier OpenWRT drauf zu bekommen in der reinen Version? Na klar, erstmal hier so ein Shadow oder Mango, geht mit beidem. Neben dem brauchen wir natürlich einmal noch eine stabile Stromversorgung, also einfach das USB-Kabel an eine sinnvolle Stromversorgung anklemmen, die nicht vielleicht leer gehen kann während des Flash-Vorgangs. Und dann brauchen wir natürlich noch, weil es anders nicht geht, ein LAN-Kabel. Den Strom steckt ihr natürlich dann an eine Stromversorgung an, die nicht leer geht, das LAN-Kabel an euren PC. Und das LAN-Kabel hier am Mango oder Shadow steckt ihr hier an die LAN-Buchse. Denn die ist in der Standardkonfiguration so konfiguriert, dass darüber ein DHCP-Server ja erreichbar ist und wir über die IP-Adresse 192.168.8.1 auf das Gerät zugreifen können. Ich werde das Ganze jetzt an meinem PC anstecken und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Auf meinem PC angekommen, starte ich einfach einen Webbrowser und rufe hier die IP-Adresse 192.168.8.1 auf und dann kann ich mich eben ganz normal am GLINET Web Interface anmelden. Ich gehe davon aus, ihr habt schon Zugang mal angelegt und könnt euch dementsprechend mit eurem Kennwort anmelden. Hat der Login geklappt, dann können wir erstmal nachgucken, was an sich für eine Software auf dem Gerät wirklich läuft. Dazu gehen wir auf More Settings und wählen dort Advanced an. Und lassen dann erstmal Lucy installieren. Lucy ist standardgemäß nämlich nicht installiert. Nach diesem Flash-Vorgang sind die ganzen GLINET-Funktionen natürlich weg. Wer also noch die extra Funktionen nutzen möchte, wie zum Beispiel den VPN-Schiebeschalter, der muss dies von Hand nachinstallieren und einprogrammieren, damit das Ganze wieder sauber funktioniert. Genauso müssen natürlich auch die Treiber für zum Beispiel den USB-Port nachinstalliert werden, damit dieser auch wieder als WAN-Zugang genutzt werden kann. Die GLINET-Repositories sind nämlich nicht verfügbar. Ist Lucy installiert und wir kriegen hier Status Installed Successfully, können wir unten wieder auf Close draufdrücken und dann hier auf den Link draufdrücken, der uns dann direkt zu Lucy führt. Hier können wir uns mit dem Benutzer Root und dem Passwort, was wir ganz normal fürs Webinterface verwenden, anmelden. Danach kommen wir hier ganz normal in Lucy rein und hier sehen wir auch die Firmware-Version von dem GLINET Router. In meinem Fall ist es jetzt die Version 19.07.8, also nicht mehr die allerneueste. Wir können uns dann hier auch nochmal frei durchklicken und vergewissern, dass an sich erstmal noch alles läuft und wir einen funktionierenden Router haben. Haben wir uns vergewissert, dass alles klappt, dann können wir direkt loslegen mit dem Download der aktuellsten OpenWRT Firmware-Version. Dazu gehen wir einfach hin mit einem extra Gerät, was Internet hat oder falls wir hier schon Internet zur Verfügung haben, was ich hier in dem Fall habe, und rufen einfach im Browser openwrt.org einmal auf. Auf der Webseite selber scrollen wir dann einfach ein bisschen weiter runter und klicken den Link an zum Firmware-Selektor, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Und wir suchen hier einfach nach dem Modell, was wir gerade flashen wollen. Hier in meinem Fall suche ich jetzt einfach 300M, dann kriege ich hier nur noch 4 Stück zur Auswahl und ich brauche jetzt hier für meinen Fall den GL-AR300M16. Euren genauen Typ findet ihr auch unten drauf auf dem Router selber, da ist das ganze Ding aufgedruckt. Ich klicke also den untersten Eintrag an und wähle jetzt hier Sys Upgrade als Download aus und speichere mir die BIN-Datei einfach mal irgendwo ab. Habe ich die Firmware heruntergeladen, gehe ich zurück auf den GLINET Router und wähle dann ganz normal im GLINET Web Interface auf der linken Seite Upgrade aus. Wir kriegen hier noch einmal die aktuellste Version angezeigt, die installiert ist. Das interessiert uns aber jetzt nicht mehr. Wir klicken einfach oben in der Mitte auf Local Upgrade
und ziehen dann hier entweder die BIN-Datei einfach rein oder drücken das ganze Ding einmal an. Dann öffnet sich hier der ganz normale Explorer und wir können unseren Download auswählen. Ich gehe bei mir jetzt einfach hier in meinen Download-Ordner und wähle die OpenWRT-Firmware aus. Sie wird automatisch schon mal hochgeladen und überprüft, ob sie an sich kompatibel ist. Wir kriegen dann unten auch den SHA-265-Wert angezeigt, den wir mit der OpenWRT-Webseite einmal vergleichen können, damit wir sicher gehen können, dass wir auch die richtige und korrekte Firmware erhalten haben beim Download. Jeder, der darauf achten möchte, kann das hier in dem Fall sehr einfach tun. Was wir nur noch tun müssen, ist die beiden Schieberegler darunter mit Keep Settings und Keep Installed Packages ausschalten. Denn die brauchen wir nicht mehr, auf die muss er gar nicht hören. Also aus damit. Danach müssen wir nur noch auf Install drücken und die Firmware wird installiert. Das kann je nachdem, wie schnell dein Router ist, 1-2 Minuten in Anspruch nehmen. Aber in der Regel auch nicht länger. Die LEDs auf deinem Router, sofern vorhanden, blinken dann ab und zu in verschiedenen Rhythmen. So kannst du immerhin erkennen, dass der Router noch irgendetwas tut. Trenne den Router jetzt auf keinen Fall von der Stromquelle, denn der muss jetzt eben erst bei OpenWRT installieren. Der Fortschrittsbalken, den du übrigens im Webinterface siehst, der ist reine Lüge, auf den brauchst du jetzt nicht mehr hören. Sind dann die LEDs auf dem Router selber durchgehend an, hier in meinem Fall leuchtet dann die Power-LED durchgehend grün und die LAN-LED, weil ich per LAN angeschlossen bin, auch, können wir dann einmal das LAN-Kabel an unserem Rechner ziehen und wieder stecken bzw. den Netzwerkadapter deaktivieren und wieder aktivieren, damit wir per DHCP eine neue IP-Adresse bekommen. Anschließend können wir ganz normal Lucy in der OpenWRT üblichen Manier aufrufen. Sprich, wir rufen einen Webbrowser wieder auf und rufen hier die IP-Adresse 192.168.1.1 auf. Wir kriegen Lucy zu Gesicht. Wir können uns jetzt in der OpenWRT Manier ohne Passwort mit dem Root-Account ganz einfach anmelden. Und wir sind drin. Ihr könnt jetzt gerne mal gucken, ob irgendwelche Fehler noch aufgetreten sind, ob irgendwas quer hängt oder ob irgendwas nicht mehr so funktioniert wie sollte. Aber im Normalfall sollte alles wirklich wunderbar funktionieren. Klickt euch also gerne mal durch, ob ihr irgendwas Sonderbares feststellt. Wenn ansonsten alles passt, dann ist es schon mal sehr gut, denn wir können jetzt eben mit der reinen Konfiguration des Routers wieder beginnen. Dazu habe ich ja auch schon passende Videos vorbereitet und hochgeladen. Schaut sie euch gerne an, wenn es euch interessiert. Bevor ihr sonst irgendwelche großen Tätigkeiten mit dem Router selber macht, installiert natürlich erstmal noch die Updates, damit wir hier die aktuellsten Pakete auf dem Router selber haben. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht zu viel installiert, denn der Router hat ja nur, wie wir wissen, ja, einen begrenzten Speicherplatz. Zum Schluss hin möchte ich dir noch kurz zeigen, was mit dem Router tatsächlich jetzt möglich ist, sofern OpenWRT in der Reihenform drauf läuft. Dazu verwende ich jetzt einfach mal kurz hier einen Internet-Speedtest, denn das liefert mein Internet ohne Probleme. Und wir können den Router komplett auslasten. Wir machen hier erstmal ein ganz normaler Speedtest mit einer LAN-Verbindung, also per LAN-Kabel am Router dran und per Kabel auch am WAN. Wir kriegen hier die kompletten 100 Megabit durchgedrückt. Hier in dem Fall kommen wir theoretisch nutzbar dann nur so um die 90, 92 Megabit an. Das passt. Das war auch schon davor der Fall mit der GLI-Net-Firmware. Nur übers WLAN war es zum Beispiel bei mir enorm schlechter. Also testen wir das auch noch kurz. Und siehe da, naja, der Speedtest an sich wird jetzt nicht viel schneller bei mir hier im Download. Davor hatte ich meistens auch so um die 40 bis 45 Megabit im Download. Allerdings ist bei mir der Upload deutlich besser geworden. Ich bekomme jetzt bei mir problemloser bis zu 70, 75 Mbit im Upload per WLAN hin, wenn nur ein Client angemeldet ist. Manchmal krabbelt auch der Download tatsächlich auf 50 oder 55 Mbit. Um natürlich sicher zu gehen, machen wir hier nochmal einen Speedtest mit einer anderen Webseite und rufen mal hier zur linken Seite noch die CPU-Werte gleich mit auf, um hier einfach zu zeigen, damit das kleine Ding wirklich auf 100% arbeitet, wenn ich hier mal versuche, die wirklichen 100 Mbit durchzuprügeln und das Ganze auch vielleicht übers WLAN gehen muss. Ansonsten habe ich jetzt hier keine großen Fehlfunktionen des Geräts festgestellt, deswegen kann ich tatsächlich jetzt sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen dieses Videos und viel Spaß beim Flashen der reinen OpenWRT-Version auf deinen GLI-Net-Router. Wenn das Video gefallen hat, dann lass das Däumchen nach oben da, hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und empfehle natürlich den Kanal mit dem Video an deine Freunde weiter, soweit die auch einen GLI-Net-Router haben und die neueste OpenWRT-Firmware-Version mal darauf installieren sollen. Bis dahin, viel Spaß beim Flashen und hau rein!